Das da ist irgendwie Pflicht für Theater deutschlandweit. Im Spielplan des Dezember und Januar muss er auftauchen, der Nussknacker von Tschaikowski. Dieses märchenhafte Ballett um Clara und Onkel Drosselmeier, der Weihnachten mit einem Nussknacker auftaucht. Und dann geht's los. Aber nicht zwingend klassisch. Neuerdings darf auch gebreakdanced werden. Wenn Sie tanzen, steht der Original-Nussknacker auf dem Kopf. Sie müssen sich auch gut aufwärmen, denn gleich tanzen Sie zu den Klängen des berühmten Balletts von Tschaikowski. Ungewohnt, also generell sehr, sehr ungewohnt, weil es einfach darum geht, ich komme aus dem Hip-Hop-Bereich und da haben wir eigentlich keine Partner. Wir machen zwar Partnerings, also mit anderen Hip-Hop-Tänzern, hat aber eigentlich nicht viel damit zu tun, Balletthebungen jetzt zu machen und deswegen musste man sich erstmal darauf einstellen. Nachhilfe in Sachen Ballett bekamen sie von ihr. Anastasia Jakomenko ist professionelle Balletttänzerin und spielt die weibliche Hauptrolle Clara. Für mich ist eine Herausforderung mit dem Tempo. Die Jungs arbeiten in sehr hohem Tempo. Und Ballett ist eigentlich genau das Gegenteil. Also man ist auch mal schnell, aber auch sehr langsam, um die schönen Linien, ja, um die Leichtigkeit darzustellen. Und bei den Jungs ist es alles wie ein Battle. Das ist sehr harte Bewegungen, impulsive Bewegungen. Und natürlich sind sie auch sehr akrobatisch. Mit ihrem Tempo und ihrer Akrobatik hat die Breakdance-Crew der Rookies bereits mehrfach den Weltmeistertitel geholt. Sie haben immer zu Hip-Hop getanzt, bis vor 5 Jahren. Das fing alles damit an, dass in einer Veranstaltung, die wir nur rein auf Breakdance in der Breakdance-Formation der Rookies hatten, mal die Musik ausgefallen ist. Und dann hatten wir aus der Not heraus auf klassischer Musik mit einem Live-Pianisten die Veranstaltung machen müssen. Und daraufhin ist die Idee entstanden, hey, man könnte das doch auch mal ins Theater bringen und eine ganze Show draus machen. Hip-Hop ist ja eine Sache, da gehört aber auch viel Electric Boogie mit zu. Das bedeutet diese ganzen Wellen und diese Geschichten. Und das ist natürlich sehr, sehr weich und deswegen passt es auch sehr gut auf die klassische Musik. Deswegen fühle ich mich da sogar eine Art auch wieder heimisch. Dadurch, dass es eher Wellen sind, die ich dann mache. Und die Ballerina macht es natürlich eher soft, aber ich benutze dafür die Wellen. Und so passt es dann wieder zusammen. Let's go. Ist ganz, ganz toll. Wir haben nicht erwartet, dass das so emotional ist. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war eine super Vorstellung und ich würde sagen, besser als im Original. Schon bald wollen sie wieder nach Schleswig-Holstein kommen, denn hier haben sie das beste Publikum, sagen sie.